Heute möchte ich euch eine ganz besondere Frau vorstellen, die ihr aus der Bibel kennt. Zuerst hören wir von ihr, als ein Engel zu ihr sprach: Fürchte dich nicht, Gott schickt mich zu dir, du bist auserwählt und wirst ein Kind empfangen. Dieses Kind wird Gottes Sohn sein. So wie der Engel es vorhergesagt hatte, geschah es. Die Frau wurde schwanger. Eines Tages war sie zu Besuch bei ihrer Freundin. Auf dem Rückweg ging sie durch einen Dornwald. Lange hatte hier nichts mehr geblüht, doch plötzlich wuchsen aus den Dornen wunderschöne Rosen. Da wusste sie, dass sie ein besonderes Kind in sich trug. Einige Monate später kam sie mit ihrem Mann nach Bethlehem. Dort, in einem kleinen Stall, im Beisein von Ochs und Esel, brachte die Frau Gottes Sohn, den neuen König der Menschen, zur Welt. Einige Tage nach der Geburt warnt ein Engel die Mutter, den Vater und das Kind. Der König des Landes möchte das Neugeborene finden und töten. Es soll nicht der neue König werden. Sie müssen fliehen. Sie gehen in das Land Ägypten. Dort bleiben sie, bis es in ihrem Land wieder sicher ist. Als das Kind 12 Jahre alt ist, geht es mit seinen Eltern in den Tempel. Dort spricht es mit den weisen Männern über Gott. Die Mutter ist besorgt, weil das Kind einfach länger im Tempel geblieben ist. Als sie ihn dort findet, spürt sie, dass er eine besondere Verbindung zu Gott hat und ein besonderes Kind ist. Als das Kind erwachsen ist, geht es gemeinsam mit seiner Mutter zu einer Hochzeit. Als der Wein ausgeht, weiß die Mutter, dass die Zeit ihres Sohnes gekommen ist. Er ist derjenige, der dem Menschen auf der Feier helfen kann. Nur er schafft es, Wasser in Wein zu wandeln, sodass das Fest weitergehen kann. Die Mutter glaubt an ihr Kind, noch bevor er es selber tut. Die Mutter leidet sehr. Sie muss mit ansehen, wie die Leute den Glauben an ihren Sohn verloren haben und er ans Kreuz genagelt, wie ein Verbrecher sterben muss. Aber sie verliert ihren Glauben nicht. Sie weiß, dass der Tod nicht das Ende ist und ihr Sohn mit der Hilfe Gottes wieder auferstehen wird.
Die Frau stirbt. Sie wird in den Himmel aufgenommen. Sie sitzt zur Rechten Gottes an der Seite ihres Sohnes. Sie trägt die Krone des Lebens. Sie ist die Himmelskönigin, die Schutzpatronin der Menschen. Zu ihr beten wir, um Schutz und Sicherheit zu erhalten. Ihr habt es bestimmt schon erraten. Die Frau, von der wir sprechen, ist Maria, die Mutter von Gottes Sohn Jesus. Wir bitten Maria um ihren Schutz und beten zu ihr. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.